Nein, Chef. Sag mal, Mirko, du hast jetzt eine neue Show auf TM3. Ja, wir haben jetzt die ersten 600 Piloten gemacht. Das wird so eine, die Sendung heißt Jan und Tini auf Reisen. Ja, das ist so schön, mehr, es ja. geht um die beiden Menschen, das ist so eine Beziehungskiste. Ja. Und du hast sie. Und du hast ja auch früher, also bevor du berühmt geworden bist, hast du ja auch in... Was soll der Quatsch? Warum macht er mich nach? Das ist doch, was soll das hier? Was ist denn jetzt hier los? Jetzt? Wer ist er? Ich denke, wir wollten jetzt ein bisschen quatschen. Ja, ja, also, wie? Ich verstehe das auch nicht. Also. Jetzt bitte, jetzt ist, was soll das denn? Was sollen denn die Leute denken? Ja, das ist ja. doch... Wirklich, geh doch. Was sollen die jetzt dauernd an die Brille gefasse? Ja, ich, hier. Aber selber. Ja, doch, wirklich. Also, Also, nein, ja, hör mal. Da, also, aber wir haben übrigens, also, es waren 700 Piloten ja, gewesen, glaube ich. Das war anders. Also, wirklich? Also, warum macht er mich nach? Also, bring doch mal einer den Mann raus. Wirklich? Also unglaublich. Also, hast du das gewusst? Mirko. Heiß? Ja, ja, es geht so. Ist es denn normales Wasser oder ist es so ein haarfestiger? Nee, das ist Wodka Lemon. Wodka Lemon? Ja. Jetzt ist der Typ schon wieder da. Ah, nee, bin ich nicht. ja. Mirko. Ja. Ist der Name noch der gleiche? Ja. Wir haben dran gebastelt, aber es ist leider immer noch so, ja. Ihr habt jetzt mit, Moment, Samstagnacht Pause. Und du hast jetzt diese Platte, die mir persönlich sehr, sehr gut gefällt, Mirko Nonchef, I Found Love. Du hast noch Zeit für diese Platte. Ja. Ich habe gehört, du willst deinen Urlaub in den USA verbringen. Hat man da nicht irgendwie Angst vor Gewalt? Nee, ich habe ja vorher schon trainiert. Ich habe natürlich auch so eine Flasche mitgenommen. Das ist alles kein Problem. Ja. Ich habe mir auch ein Skateboard geschnitzt, mit dem ich auch nach Holland fahren werde, zwischendurch. Ja. Sonst, mir passiert nichts. Ich hab ja, bin ja immer noch fit und alles drum und dran. Und ich glaube nicht, dass mir was passieren kann. Ich sehe, dass Pamela mich trifft irgendwie. Und ja, ich... Das kann passieren. Das ist ein großartiges Geräusch. Ein großartiges Geräusch. Mach bitte für mich noch einmal dieses Geräusch mit dem Fadenkreuz Nein. im U-Boot. Doch bitte, das ist mein Lieblingsgeräusch. Naja, gut, das Fadenkreuz im U-Boot. Es ist wahnsinnig heiß. Ich habe mich übrigens erkältet. Echt? Ja. Weil gestern war es so heiß, ich habe geschwitzt und dann kam ich raus mit dem nassen Hemd und habe mich ein bisschen vor den Ventilator gestellt und jetzt habe ich mich erkältet. Ja. Und was machen wir jetzt? Jetzt frage ich dich, du willst du denn im Urlaub surfen in Kalifornien? Du fährst nach Kalifornien, Santa Monica habe ich gehört, ja? Yes, ich will übers Wasser gehen. Übers Wasser gehen? Jesus, sei vorsichtig. Jesus. Ist es wichtig, dass Vigald Boning auch mitkommt? Wir wollen wahrscheinlich, ja, der schnitzt jetzt schon am Surfbrett. Ich weiß nicht, wie es aussehen wird, aber er wollte mitkommen, ja. Ich versuche ihm Surfen beizubringen. Wie das aussehen wird, weiß ich nicht. Ob er sich irgendwie ein Segel aus seinem Klamotten da geschnitzt hat oder irgendwie. Ich bin sehr gespannt, ja. Aber du kannst surfen? Ich bin so ein richtiger Surfer, ja. Du bist ja wahnsinnig sportlich und durchtrainiert. Ah, ja. Stimmt es, dass du so... sag mal, nimm mal eine andere Frage. Ist aber eine ganz ernste Frage, wieso habt ihr eigentlich wirklich keine Klimaanlage hier drin? Das kann doch nicht so teuer sein. Das ist so eine riesen Show. Was ist mit der Anlage hier? Wir haben, pass auf, Mirko, pass auf, wir haben eine Klimaanlage, die kommt, warte mal. Ende nächste Woche. Die kommt Ende nächste Woche. Da lerne ich auch die Blindenschrift, ja. Die kommt Ende nächste Woche. Und zwar, die ist bezahlt und bestellt, aber das, die Klimaanlagen, momentan ist ein Klimaanlagenengpass. Ja. Ja. Weil jetzt kommt's. Einfach Jürgen Kliemann hat alle aufgekauft.
Ja. Nee, ist klar. Es ist aber absolut. Habt ihr denn bei Samstagnacht eine Klimaanlage? Ja, ja. Die ist aus Köln-Sülz, ja. Warum macht ihr denn jetzt so eine lange Sommerpause? Damit ihr euch mal. Das ist einfach so ein Comedy-Urlaub. Ja. Machst du denn jetzt in Zukunft verstärkt Musik oder bleibst du da im. Ich sag mal Ensemble? Also, ich bleib verstärkt immer noch bei der Musik und werde im August eine LP aufnehmen, die im Herbst ungefähr rauskommen wird. Und wir werden da auch ein paar Gäste auch mit auf dieser CD haben. Ich habe sie leider schon angesagt, aber es hat leider nicht geklappt. Aber es wird diesmal klappen. Die Temptations, mit denen mache ich eine Nummer zusammen. Ja. Sonst versuchen wir noch. Irgendwas stimmt hier nicht. Das Publikum meint jetzt wegen Nummer, weißt du? Ach so! Ja. Nee. Nee. Nee, so weit bin ich noch nicht. Wir planen das natürlich. Ja. Machst du auch so eine richtige Tour oder ist das nur auf Platte? Ja, das ist ja auch auf der CD zu sehen. Das ist ja schon die Werbung dafür. Ja? Ich mache nebenbei auch noch Holiday on Ice, wenn man das mal sehen kann. Ah, das ist toll. Ist nur noch die Schlittschuhe. Das mache ich auch noch. Und wir machen so eine kleine Bäder-Tournee. Jetzt kommt ein Riesenknaller. Ja? Wir machen Bäder-Tournee in Bad Boll. Kenn ich, bei Göppingen. Ja, ja, und Bad Hems und Bad Spencer. Wo ist. Ja. Ich kenne das. Weil ich hab mal eine Entziehungskur gemacht in Bad Light. Um was ging's da? Alkohol. Ach so. Bist du deswegen so dünn? Nö. Nicht vom Trinken. Weil ich so schwitze, obwohl ich ein bisschen erkältet bin. Ja, wie schon mal gesagt, ja. Weißt du, wer am Dienstag kommt, Mirko? Vera. Ja. Und Mike Krüger. Woher weißt du das? Ja, ich habe mich vorbereitet. Ach so. Tatsächlich, Mike Krüger kommt mit Atzes Welt. Kennst du Atzes Welt? Atzes Welt ist eine Band, die unglaublich auf Mike Krüger steht. Und die haben zusammen Ding gemacht, oder wie? Die haben zusammen was gemacht, auch bei uns zusammen. Ja. Und es kommt Vera Entwehen von der Talkshow Vera am Mittag. Mirko, wir haben noch 15 Sekunden. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ja. Erhol dich gut. Mhm. Es war fabelhaft, es war eine schöne Nummer. Es hat sehr soulig und sehr funky geklungen. Nee, es macht auch immer wieder Spaß, hier zu spielen. Das ist einfach der rote Boden, das stimmt einfach alles. Ihnen und zu Hause, Musiker, meine Damen und Herren, ein schönes Wochenende. Dienstag, 23 Uhr. Bis dann.